In dem Stück Träum weiter von Nesrin Samdereli geht es um Nil, eine junge Frau, die im Koma liegt, die dort auf die einen Transitraum erfährt und dort auf Personen aus ihrer Vergangenheit trifft, die ihr wieder beibringen, das Leben lieben zu lernen. Und wir gucken sowohl in ihren Kopf als auch in ihr Krankenzimmer, wo an ihrem Krankenbett ihre Eltern aufeinandertreffen. Das ist eine eine griechisch-türkische Familie. Es gibt sehr viel Streit zwischen den Eltern, die schon lange geschieden sind. Und dann taucht auch noch der Chefarzt auf in Frauenklamotten, der ihnen ordentlich die Leviten liest. Und dann gibt es noch Nora, die Ex-Freundin von Nil. Nil ist nämlich lesbisch und das ist ein sehr großes Problem für die Eltern. Genau. Und ich glaube, dass man das sehr gut auf der Bühne spielen kann, weil es spannend ist, leicht, sehr liebevoll geschrieben, etwas märchenhaft, skurril und die Figuren haben alle einen scharfen Charakter und ich glaube, es geht heiß her.